Ja, hallo, ich bin Salim. Ich komme aus Afghanistan. Ich bin seit 6 Jahren in Deutschland. Und ich habe in Deutschland Deutschkurs besucht, Deutsch gelernt, Schule besucht, Ausbildung gemacht. Jetzt nehme ich so halbe, das ist 500 Gramm. Das ist Levastam, das nehme ich wegen, dass ich nicht wieder Krampfanfall bekomme, weil ich hatte so große Blutung gehabt im Gehirn. Das hasse ich eigentlich, ich will nicht mehr nehmen, aber wegen Krankheit muss ich nehmen. Das habe ich auch das erste Bild, dass ich so neu laufen gelernt habe. So. Damals hatte ich keine Schädel, die Knochen war schon weg, 6 Monate. Mhm. Nachher das habe ich OP gehabt und die haben wieder die Schädel eingesetzt. Mhm. Das war schon, ist auch mein Film, dass ich das neu vom Koma aufgewacht. Es war mein Freund, mich zu besuchen. Das war auch Corona-Zeit. Keiner konnte so einfach so kommen, mich zu besuchen. Das konnte ich nicht da reden und konnte auch nicht, mich auch nicht, wer bin ich, was mache ich eigentlich. Ich war ein Jahr lang im Krankenhaus. Während dieser Zeit sind in Afghanistan die Taliban die Macht gekommen. Seitdem ist auch mein Bruder und meine Mutter auf der Flucht. Sie hat als Polizistin gearbeitet, deswegen sie ist Gefahr von Taliban. Meine Mama und mein Bruder, die sind in Iran geflüchtet und die leben da und ich will auch da sie besuchen. Mein echter Vater vor 20 Jahren von Taliban getötet und mein Stiefvater auch. Die wollten ihn töten, aber der hat überlebt. Ich habe lange nicht dich gesehen. Ich habe gesagt, Mama, komm ich zu dir zu besuchen. Keine Sorge. Eigentlich wollte nicht meine Mutter mich so einschränken sehen. Ich war auch richtig aufgeregt, wie ich meine Mutter sehe, wie ist das weiter, was passiert dann bei mir. Ich habe Angst, dass ich dich wieder Herzinfarkt bekomme. Und mein Bruder der hat Visum beantragt. Ich habe gesagt, ich komme nach Mashhad. Und der hat Visum, der meinte, ja, wir kommen auch, dich zu sehen. خودشان که یک من مادرم تا کس مادر نباشه مادر درد نمیکنه خیلی به سر من سختی میشه که یک نیم سال من بچه خور ندیدم بابا خصوص که این مریض بود طاقت آرام نداشتم شب هم گریه میکردم روزم گریه میکردم از خاطر از دیگه خدا میدونه که من چی رقم تیر میکردم به او 7 سال 7 سال از بچه خود جدا بودم دیگه حال هم که باز بیامده این سالم تیار و خوشحالی برفت به اون جهنه حال هم بیامدن ایت مریض دمی که به تا آماد به فرودگاه ایر بدیدم دیگه گفتم خدایم دیگه میخواستم من کرشم دیگه که نبینم این دنیا که به ایروز دیدم So, ich war richtig, richtig aufgeregt und ich hatte ein so komisches Gefühl, wie wenn meine Mutter mich so sieht, was passiert bei mir. Ich habe immer mich kontrolliert, dass ich nicht weine. Thank you.
November 2020. Ich bin joggen gegangen, nachher zurück zu Hause. Ich habe schlechte Laune bekommen. Ich habe Wasser getrunken und habe ich wieder zurückgegeben. Und eine Banane, das auch wieder zurück. Ich dachte, das bei mir stimmt was nicht. Ich habe meinem Freund gesagt, ruf bitte Krankenwagen an. Seitdem weiß ich nicht mehr. Als ich meine Augen aufgemacht, die haben gesagt, du hast Blut im Kopf bekommen. Ich habe nie gehört diese Worte. Ich habe gesagt, was ist Blut im Kopf? Und habe ich erst mich zum Spiegel geguckt, habe ich mich nicht erkannt. Ich habe richtig geweint, wer ist dieser Junge? Und die Schwester meinte, du bist dieser Junge. Ich habe gesagt, nein, ich bin nicht so. Ich war richtig stark und Sportler. Der ist nicht Salim. Der meinte, doch, du bist das. Du musst das akzeptieren, dass du Salim bist. Meine Mama wusste nicht erst. Mein Bruder hat meiner Mama nicht gesagt, dass Salim im Koma war. Ja, ich wollte mich eigentlich, das ist auch nicht so gut, dass ich zur Kamera sage, mich selber umbringen. Aber ich habe wegen meiner Mutter habe ich nicht gemacht. Aber ja, die beste Frau in meinem Leben kenne ist meine Mutter. Ich liebe sie richtig. Ich kann ohne ihr nicht leben. خاطر نو ما شما را اصلا طالب باشه که ایران هنوز به اون جنه است بگو بزی مهمه که بگو بعد از او که ای طالب آمدن که ما را اصلا زنا را ارزش نمیدم بگو خود ما گب نمیزنم بیوم هم بگو همین طالب ها بگو ببینیم ما چون کار ما کار تبلیغات بوده کار چاپ بوده طالبات در اصل مخالف چاپ تصویرن و چاپ تصویر رو حرام میدونن خب به همین خاطر از زمانی که اینا آمدن کار ما خیلی محدود شده ما چون تعطیل کردیم چون اینا به تبلیغات به چاپ به این چیزا اصلا سر و کار ندارم سر این از این چیزا وا نمیشه فهمیدی Wenn die Taliban sie finden, dann kriegt sie eine große Strafe, vielleicht tut. Shelter, die meine ich mir fange ich hier. Shelter. Hone am. Wo kam ich dann auch, aber Khatar, wo die Roma Master sind, da ist Zan, wo die Masse und die Bosse mit der Hone am, mir gibt es dann so. Und auch am Bosse, wo sie mit der Raff, wo die Job, wo sie noch mit der Huschmecker, dann auch. بگو دیگه حالا همه شبه ها بسته شده دیگه زن بیخی کار نمیکنه دیگه زن بگو همه بسته شده شبه ها بسته شده حالا من بگذارم اینا جا به جا بشم یک زنده نمیگذارم تال چند تا بگه از اینایی که کار میکردم ببردم بیرد کردم طالبا دیگه بگو به اونجی زندگی کردن نمیشه دیگه تعمل کرده به اونجی نمیشه که آدم نمیتونیم دیگه زندگی کنیم حالا هم که بیام آدم معلوم یه جرعت دیگه ندارم که برم حالا میگم به چی رقم برم Ich habe immer per WhatsApp mit ihr Kontakt gehabt. Sie hat mir viel Motivation und meinem Bruder und meiner Mutter gegeben. Bitte, du kannst durchhalten. Die haben viel mehr Motivation gegeben. Das Leben noch nicht endet. Du musst immer vorne gucken. Ich hoffe, ich habe mir gewünscht immer, dass meine Familie in Deutschland kommt, weil Deutschland ein sicheres Land kann man, da gibt es Freiheit.